So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Autochess. Nach der bitteren Niederlage in der letzten Runde hoffe ich natürlich, dass es jetzt etwas besser wird. Wir haben halt versucht, auf Kobolde zu gehen, hatten am Anfang eine gute Hand, danach dachte ich, das Spiel aber... Dir nicht mehr, mein Freund. Dir nicht mehr. Dafür aber allen anderen. Oh, warte, du brauchst noch einen Kobold-Seelenzerstörer? Ja, hier, bitteschön. Du brauchst noch einen Ripper? Ja, hier. Himmelsbrecher, Himmelsbomber? Ja, kriegt ja alles. Nimm. Bullshit hoch 10 hier, ey. Ja, ich weiß, da waren zweimal die gleichen Dinger drin, aber ich kenne mein Glück. So. Wie sieht's jetzt aus? Soldat 9 zweimal. Dreimal Soldat 9. Dreimal Soldat 7. Also relativ ausgeglichen für mich. Mich würde jetzt mal interessieren, ich müsste mal wieder in Dota-Autoschätz reingucken, ob die mittlerweile auch so einen Heilkreis hat und nicht mehr einzelne Leute heilt. Gehen alle auf Gletscher. Ich müsste mal unbedingt auch auf Zauberer gehen, aber soweit ich weiß, sind Zauberer unglaublich schwer. Aber irgendwie kriege ich gerade unglaublich viele von denen. Wie habe ich denn? 3. Weißt du was? Einfach nur, weil ich gerade rum. Oh, was ist denn das? Maximal AP von allen Verbündeten macht er direkt auf plus 5. Reduziert Magie Death. Er reduziert Angriff, okay. Er verleiht Angriff. Haben wir immerhin mal ein bisschen mehr Itemglück. Lass es mal so stehen. Ich weiß halt nicht, wer was bräuchte, muss ich zugeben. Ich meine, der wird doch später ein richtig guter Tank, oder? Natürlich hat mein Feind jetzt auch schon wieder so einen davon. Meiner ist halt schon Stufe 2, das wollte ich eigentlich gewinnen. Der Brötchen ist aber auf jeden Fall Razor oder wie er heißt. Also im Originalspiel heißt es glaube ich Razor, ich weiß gar nicht. So, nichts Gutes drin. Das heißt, wir machen noch ein Level Up und gehen mal auf. Die Menschenfähigkeit, naja. Hat er jetzt echt meinen Quellmarke in der Textbeat gegeben? Oder wen denn noch sonst? Viel zu lange auf den Heal. Und tschüss. Da hat mich der Walrus Boxer Stufe 2 schon gefickt. Und wahrscheinlich die starke Kombination bereits aus Kriegern. Ich brauch Magier, ne? Das Saying.
Machen wir mal so, bekommen wir noch ein paar mehr Boni. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Itemsmäßig bin ich gerade mega unentschlossen. Mein Werwolf hat jetzt Attack Speed bekommen. Wer jetzt noch irgendwo hinkommen könnte zum Angreifen, wäre halt geil. Money spielt gegen mich. Das sieht leider gut aus wie Money. Ja, greift halt beide den Walrus-Boxer an. Ja, immerhin. Er überlebt immerhin nur mit ein. Lol. 167. Das ist Magier, ne? Aktiv sein eigentlich. Das sieht nicht gut aus. Der wäre halt auch gut für mich. Sein Hexenmeister, aber scheiß drauf. Wieso haben alle eigentlich diesen... Ah ne, das ist Money natürlich. Gegen The Wall hätte ich gewonnen. So. Weiter sparen. Bestienbuff oder Menschenbuff? Warte, ich kann doch beides holen. Ja, habe ich doch beide Buffs. Nerven halt gerade so ein bisschen. Die beiden Stufe 2er. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, zum Glück. Mann, ihr gewinnt halt. Wie oft darf ein Mann gegen mich kämpfen, verdammt? Irgendwie wird dieser Drache mir gerade mega dahergeschmissen. Der hat mir vorhin auch gefehlt, oder? Der Venomizer. Ich gerade am überlegen, weil die Hexenmeisterfähigkeit ist ja auch mega stark eigentlich. Oh, der hält aber gar nichts aus der Venomizer. Den hätte ich ja vielleicht nicht hinstellen sollen. Weil natürlich hat der Magier der Flamme den ich gebrauchen könnte. HP, der hält durchaus was aus. Soll ich mal nicht so anstellen. Ich bräuchte jetzt halt mehr Hexenmeister, ne? Er muss halt unbedingt in den Wutmodus geraten. So, jetzt ist er, glaube ich, im Wutmodus. Naja, aber er konnte immer noch ein paar Schläge tanken. What the fuck is this? Das ist der hier, ne? Ja. Leuchtende Drache. Willst du meine neue Zauberei probieren?
Ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, dass ich da tatsächlich ein... wie heißt es habe? Ein Berserker. Let's see. Ob es jetzt besser läuft hier. Ich meine... Venomizer oder wie... Venom Aussier. What the fuck, wie komme ich denn auf Venomizer? Venom Aussier. Und pushe. Also ich hätte halt eine gerne Kombination aus Hexmeister und Magier. Einfach volle Magie-Power. Also die soll einfach nuken und dabei sich auch gleichzeitig noch hochheilen am besten. So Schaden kriegen, nuken und heilen. Aber das Spiel wieder so, nö. Du nicht, du kleiner Hurensohn. Denkt sich das Spiel. The Wall hat Höllenritter Stufe 2. Ich habe halt zwei Viecher Stufe 2. Wow. Sind halt wieder mega gut dabei. Ja, vier Viecher der Stufe 2 und darunter ein Hexenmeistervieh, was ich gern hätte. Ja, das war's mit seinem Buff. Das war's mit meiner AP. Das war natürlich Money. Wer denn sonst? Mal tun wollte, ist mal nicht weit nach vorne gehen mit meinen Jungs. Wenn ich bedenke, dass ich Magier spiele. Mann, er hat ja noch ein Schwertkämpfer Stufe 2. Ja, easy. Komm, lass ihn doch mal gegen Mann hier antreten. Weißt du, so schön war. Oder gegen Partywahl. Insta-Slu. Money darf aber gegen mich kämpfen. Er kriegt gerade einen Gratis wegen der Money. Verstehe halt leider nicht, wieso der Venom aus hier so unglaublich selten ist. Gegen Insta-Slu gewinne ich. Knapp. Aber dieser hässliche Feendrache macht auch mega guten Schaden. Schamanen, Mann. Das Spiel will mich einfach nicht weiter pushen, ich merke schon. Ich hier sehe, wie viele Texte durchlaufen für die anderen Spieler. Mann, ist auch schon Level 7. Gibt keinen anderen mit dem Magier-Buff zumindest. Wobei der Magier-Buff halt relativ ist, weil ich momentan nur einen habe, der wirklich vernünftig magischen Schaden macht, mein Gott. Macht halt so keinen Sinn. Ich halt voll auf Fresse die ganze Zeit. Da, ja, den brauche ich. Na, endlich. Kommt die Wolfsgruppe. Alles eine Gold wird mir wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich den verkaufe. Das sollen Wölfe sein. Der halt Hauptsache direkt auf meinen Mana-Vorrat draufhauen.
Was ist das für ein Radius? Ich krieg nicht mal einen Tod. Ja, easy. Also die Kombination läuft richtig gut, merke ich gerade. Ja, da sind zumindest auch ein paar andere gewiped, bis auf ich. Das ist auch Magier. So, mal eben wieder richtig hinstellen. Nein. Auch ein Magier. Was machst du denn? Das klingt gut. Wenn ich hier nicht als Assassin hinter mir stehen hätte. Sieht leider nicht gut aus. Leider schon alles Wichtige tot. Das wird richtig schlecht ausgehen hier. Damit hätte ich jetzt zumindest meinen letzten Magier. Habe ich das falsch verstanden? Sollte der nicht drei schleudern? Ne, doch nur eine. Er braucht halt nur drei verfickte Sekunden zum Aufladen. Also ja, habe ich falsch verstanden. Pff, zwei Berserker, easy. Ein Level ab, damit ich den reinbekomme, aber mir fehlt dann trotzdem noch einer. Da wäre der letzte. Na, fertig. Danke. Magier bringen nichts, ey. What the fuck, man. Zumindest nicht Magier only, so wie ich es gerade versuche. Die sind viel zu schwach. Wait, das ist dämlich. Ich wollte... Das machen. So, Moment. Den kann ich zumindest schon mal kaufen. Natürlich hat er so einen schon für 2. Wäre ja gut, wenn ich so jemanden hätte. Auf Stufe 2. Kann ich jetzt, glaube ich, oder? Scheinbar nicht. Ach, ich hatte ein zu viel drin, oder wie? Ach, stimmt. Bin nämlich raus.
Boss. Viel Erfolg damit. Santos. Ich hätte jetzt ein Level-Up. Ich kann jetzt also ihn wieder reinholen, ne? Der ist wichtig. Das ist auch wichtig. Die halt nicht immer instant da vorne sterben würden, ne? Immerhin. Vielleicht nicht der Erste. Der stirbt. Vielleicht. Also der Letzte, den ich gerade brauche, ey. Dann brauche ich auch Level 9 unbedingt. Ich brauche wieder einen Magier mehr drin. Müsste ich wieder reinholen. Damit ich die Magieressi noch weiter sinke von den Feinden. Aber ich will halt unbedingt auch den Lifestyle haben. Der wäre auch wichtig, noch ein zweites Mal. Nicht ganz so gut aus, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sieht ganz so gut aus. Na, er konnte zumindest noch mal einen Bogenschützen töten. 13 Schaden, ja, easy. Komm, verreck. Danke. Nicht der Erste. Danke, Spiel. Sieht mir halt nicht helfen. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass mir das helfen wird. Gegen ihn konnte ich sogar noch gewinnen. Das macht nicht so viel. Die müssen eh Cooldowns abklingen lassen. Komm. Es gibt halt so vereinzelt, da gewinne ich halt mega hardcore. Geist des Donners. Das wären Hexen. Verdammte Scheiße. Was ist der Fähigkeit? Oh, der hat so eine gute Fähigkeit, die hätte ich gebraucht. Hey, ich darf noch eine Runde weitermachen. Ich glaube, ihn nehme ich dafür raus. Giftigen Wurm. Der 白袍法师是从不拿剑的。
Machen wir mal so. So, dann müsste ich ihn unbedingt wieder reinholen können. Mal auf Level absparen, mal gucken, ob ich überlebe. Darf halt nicht mehr sterben. Wütende Eulen. Ja, das sieht schlecht aus. Oh Gott, die Eulen sind echt wütend. Irgendwie hast du nicht sonderlich viel geheilt. Ja, das gibt Schaden. Daran sterbe ich. Ich sterbe an wütenden Eulen. Um 1 AP. Ich könnte kotzen. Mein Gott, sind das zwei schlechte Runde. Zwei schlechte Runden. So. Minus 4. Heute ist nicht mein Tag. Ich spiele morgen weiter. Ja, das Wochenende nehme ich nicht mehr. Damit habe ich mir gedacht, hey, nimm's heute mal ein bisschen mehr auf, damit du für nächste Woche halt so ein bisschen was auf Lager hast, sag ich mal. Nö, das werde ich jetzt erstmal lassen. Dann werde ich es morgen nochmal versuchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.